So. Wenn wir dann irgendwo was hinstellen wollen, dann machen wir da halt so ein normales Brett hin. Und dann geht das eigentlich. Warte mal. Okay, geht nicht. Erstmal wegschubsen. So. So, wieder einen vergessen. Sehr gut. Egal, mache ich gleich. So, das Fett ist anscheinend weg. So, alles klar. Haben wir nach noch? Was ist denn jetzt los? Okay, wie sollte ich hier vor allem auf der Maus? Interessant. So, zack, zack, zack. So, hier nicht. Oh, willst du mich doch verarschen? Ja, jedes Scheißtier eiert hier rein. So, jetzt hier. Nein. Na. So, so ist schon besser. Ach, so jetzt. Dann. Ach, ganz ehrlich, weißt du was? Ja. Hier würde jetzt das Glas hinkommen. Also wie hier. Soll ich die hier vielleicht, die drei im Außenbereich weghauen? Sodass von nur der, sodass nur die hier hoch sind. Ich würde halt da Bretter hinbauen, wo wir was hinstellen wollen. Ein Huhn! Oh, ein Huhn! Evil Chicken. So. Hier, guck mal. Zack. Machen wir mal ganz kurz die Querstreben hier fertig zumindest. So. So. Zack. Einmal. Das müsste die Höhe sein, ne? Wehe, die ist das nicht. Die ist das. Okay. So. Okay. Dann können wir mal ganz kurz pennen gehen. Moment. Ja, toll. Ich muss doch schon schlafen gehen können. Ja, also. So. Das wächst auch lahmarschig vor sich hin. Sehr gut. Hier würde ich dann irgendwo gerne. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Hier. Hier soll es dann irgendwann mal in den Keller gehen. So eine Leiter. Ist das in der Mitte? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Doch, passt. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, doch, passt. Okay, habe ich mich gerade eben verzählt. Aber hier soll es dann so in den Keller gehen. Kommt dann so eine Leiter nach unten, nach oben auch noch. Ja, es wird nur ein bisschen groß, ja, so. So. Jetzt müssen wir endlich mal Sand holen. Habe ich noch eine Schaufel mit? Natürlich nicht. Es ist wie immer. So, warte mal. Nein, hier. So viel Eisen haben wir noch. Kann man sich eigentlich eine Kupferschaufel machen? Würde mich mal interessieren. So. Wo habe ich denn jetzt hier? Da. Machen wir gleich mal zwei. Zur Sicherheit. So. Zack, zack. Das kommt mal nach hier. Federn schmeiße ich gleich weg. Und den Truthahn braten wir mal ganz kurz. Moment. Ist hier was drin? Natürlich nicht. Ist hier was drin? Jawohl. Sehr gut. Hier sind noch zwei Glas. Kann ich meine Schmiede schmeißen, aber vorher muss ich ganz kurz. Eigentlich reicht schon, wenn ich so mache. Ach, warum muss man immer Shift drücken? Ist voll bescheuert.
So, die machen wir mal alle ganz kurz hier so an. Aber das hier unten bleibt aus. So. Okay. Hier sehe ich mal ganz kurz eine von. So. Dann würde ich sagen, wir packen mal hier das Glas rein. Glas rein. So, Entschuldigung. Das an. Ja. Okay, dann würde ich sagen, auf zum Sand. Ja. So, hier. Essen habe ich wie immer. Das ist immer noch für die Höhle da oben. Da nehme ich gerne die mit, die am meisten was bringen. Das ist halt echt OP hier. Okay, warte. Hier war schon richtig. So, nehme ich mal das alles mit. Wir können unterwegs noch welche mitnehmen. Na komm. Dann packe ich die hier wieder weg. So. Wenigstens für den ersten Stock mal den Sand fertig. Den hier würde ich gerne noch lassen, damit man aus dem Haus so ein bisschen wenigstens Richtiges sieht. Hier ist noch ordentlich was. Guck mal. Alter. Was ist das denn hier? Oh Gott, das dauert ja Stunden. Unter Wasser zumindest. Oh, okay, warte. Ach nee, warte. Wir haben da ja hier Ölsand ist das. Alles klar. Setz dich mal wieder hier hin. So. Wir haben da ja eine Strategie entwickelt. Der muss noch bleiben. Der hier kann weg. Ich mache erstmal hier den Außenbereich, damit man ungefähr sieht, wo man dann überall abbauen könnte. Wenn man das denn möchte. So. So. Zack. Okay, dann. Ja, stimmt. Da war ja was. Alter, diese Geräusche. Ja. Vielleicht sollte ich von oben nach unten. Ich weiß nicht wieso. Okay, warte. So, zack, zack. Zack. Schön viel Sand für schön viel... Oh, Kohle. So. Das nehmen wir nochmal mit. Oh, das Eisen. Hahaha. Ha, ha, ha. So nämlich. Ja. Oh, ich hasse das. Zu viel wegziehen, fuckt voll ab. Oh, sogar mehr als einer. Das ist sehr gut. Haben wir eine Eisenspitzhacke mit? Oh, sehr gut. Okay. So. Das nehmen wir auch nochmal mit. Sehr gut. Und dann mache ich mal ganz kurz. So. Dann können wir schon direkt wieder tauschen. So. Hallo? Ach, ja, ich muss mal E drücken, damit ich aus dem Inventar rauskomme. Ja. Wenn man sich dann wundert, dass man nicht laufen kann, dann hat man auch selber Schuld gehabt. So. Hier muss ich mal ganz kurz den hier weghauen. Alter, wie viel Kohle? Ich fasse es nicht. Willst du mich verarschen? Alter, ich fass es. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt frage ich es zum tausendsten Mal. Wie viel? Alter, ich fass es ja nicht. Also. So. Oh, wir haben wenigstens ordentlich Sand aufgedeckt. Ach ja. Vielleicht kommen die fetten Fontänen hier rein. Das war zu schnell. Nein, von oben. Mann, irgendwann lerne ich es auch nochmal. Ist hier Wasser hinter? Ich kann es jetzt halt schlecht sehen, ne?
Ah, das ist der Ölsand schon. Ach, noch mehr Eisen, ja, perfekt. Guck mal, können wir gleich alles schön in die Schmiede schmeißen, dann ist es schon direkt fertig. So praktisch, dieses Ding. So, ich weiß nicht, ob hier... Ne, hier ist kein Wasser hinter eigentlich. Ja, genau. Okay, dann können wir nämlich das hier auch nochmal weghauen. Da müsste eigentlich Wasser hinter sein, deswegen lasse ich den erstmal stehen. Nein, von oben. So, die Kohle dahinter lassen wir einfach mal so. Ja, hier. So, zack. So. Okay, wie wir sehen, haben wir dahinter optimal abgebaut. Davon natürlich nicht. Wann habe ich denn die da hingesetzt? Okay, hier. Ich kenne mal ein bisschen von oben, weil wenn unter Wasser dauert es 2 Jahre, bis du fertig bist. Ja, das war die erste Schaufel. So. Mürbe hier den ganzen Tag zu stehen, ey. Oh Gott. Nein, na, egal, dann sammeln wir erst kurz. So. Alles klar. Mal schnell mit hier. So. Okay. Ach, hier ist eine kleine Strömung jetzt, alles klar. Okay. Nein, na. Ah. Hier sind sie ja gleich fertig. So, hier ist noch was. Zack, zack, zack. Wie viel wir haben, würde mich jetzt mal interessieren. 2 Stacks und 43. Dann können wir noch mal ein bisschen, bis wir 3 voll haben. Das dürfte dann ja erstmal reichen. Wenn wir dann irgendwo von hier oben rankommen. Na komm, wir gehen rein. So. Wir gehen rein. So. So. Alles klar. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 54. Haben wir noch 10 Stück. Ja, komm hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich den normalen Sand auch reinhauen kann. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie ich den wieder da rauskriege. Ob ich das als normales Glas abgießen könnte. Deswegen würde ich sagen, wir packen den erstmal in den Ofen. Das dauert ja ungefähr genauso geht ja ungefähr genauso schnell, nur dass halt nicht alle gleichzeitig gemacht werden. Das ist das Problem. Wie viel ist hier drin? Okay. Mist, ich brauche noch einen Kohlestick. Verdammt. Nein. Hier. Geschmolzenes Glas. Aha. Gucken wir mal ganz kurz. Aha. Kriegen wir jetzt 3 Blöcke draus? Oder einen? Wir haben jetzt 2 normale Glas reingemacht. Das härtet jetzt kurz aus. Das holen wir raus. Ich glaube, aus einem Glasblock kriegen wir auch einen gegossen. So, das ist sehr gut. Okay. Das heißt, wir haben erstmal genug Sand geholt. So viel sagt mir das. So. Und ich würde jetzt gerne... erstmal gehen wir schlafen. Moment. Machen eben nur eine Erdbeere. Ist mir egal. So, die esse ich auch mal ganz schnell. So. Dann würde ich gerne...
Dann würde ich jetzt gerne erstmal drei Trichter bauen. So. Was brauche ich nochmal für einen Trichter? Ich vergesse immer alles. Moment. Trichter. So. Da brauchen wir, Alter, so viel Eisen. 1, 2, 3, 4. Ne, 5 mal 3 ist 15 Eisen und 3 Kisten. Alles klar. Kisten haben wir sicher nicht mehr. Genauso wie Holz. Oh, fuck. Ich bin extra losgegangen, weil ich kein Holz holen wollte. Ach, leck mich doch, ey. Okay, Eisen haben wir wenigstens. Schon mal. Ja, kein Holz. Fuck. Stimmt, ich wollte gucken, ob wir Kohle hier haben. Warte mal. Hier nicht. Hier. Oh, ein Kohle. Hahaha. Ah, stimmt, wir haben ja Blöcke gemacht. Hahaha. So, warte. So, zack. Perfekt. Okay, der kommt hier wieder rein. Kann ich schon mal ganz kurz hier das eine Glas hinsetzen zum Testen. Guck mal, genau so wollte ich das haben. Gut, sieht halt ein bisschen blöd aus. Oh, sieht halt ein bisschen blöd aus. Mit der Tür hier, aber so hier könnte das schon ganz toll aussehen. Ich weiß es noch nicht. So, okay, hier. Was ist das denn? Ach, Froschschenkel. Stimmt, die hatten wir ja da reingemacht. Dann hier das da rein und hier noch ein Stack rein. So, perfekt. Dann esse ich die mal ganz schnell. Lecker. So. Keine Ahnung, ob die lecker sind, habe ich noch nie gegessen. So. Wir brauchen mal wieder Holz. Und ich, ah, stimmt, ich hatte eben die Erde vergessen, deswegen hatte ich keinen Bock mehr. Moment. So. Eisenerz, die können die mal schnell hier reinmachen. Moment, Moment, Moment. Zack, nein, nicht immer darauf. Eisen. Dann stelle ich mal ganz kurz die Uhr hier hinten an. Moment. Ich brauche eine freie Hand. So. Alles klar. Ich kann mal ganz kurz wieder Mist wegpacken. So, das schmeiße ich gleich weg. Muss ich erst daran gewöhnen, dass wir einen Mülleimer haben. So. Okay, den packen wir hier wieder rein. Grauwacke, ganz ehrlich. Tschüss. Das kommt hier rein. Schaufel brauchen wir erstmal nicht mehr eigentlich. Die kommt hier mit rein. Der kommt hier auch mit rein. Essen brauchen wir noch. Das kommt hier so hin. Eisen brauchen wir gleich erst wieder. So, dann haben wir erstmal alles wieder weg. Okay. Die war nicht angemacht. Okay. Sieht man auch fast kaum. Ich müsste eigentlich die obere Schicht mal mit Erde wieder dicht machen, dann sieht man es eigentlich auch nicht mehr. So. Ist hier. Ja. Ist da noch irgendwo so einer hier? Da ist auch noch wer. Aha, siehst du. Nein, ich wollte den hier eigentlich, aber da ist trotzdem nichts. Da ist doch auch noch einer, oder? Nee, auch nicht. Alter, wie riesig. Da ist ein Zeppling rausgefallen, das finde ich sehr gut. Sag mal, frisst ihr uns die Erde? Sag mal. Mistviech. Geh drauf, ey. Frisst die uns einfach das Holz weg? Willst du mich verarschen? Alter, ich könnte kotzen. Ey, ich fasse es halt nicht. Ey, ist halt echt nicht normal. Ah, Gott. Aber ich glaube, wir hatten schon alles, oder? Das sieht so aus.
Das sieht auch so. Ja. Oh, der hat sich gerade aufgelöst. Sehr gut. Despawned meine ich natürlich, ja. Im Fachjargon sagt man das neuerdings, so habe ich gehört. Okay, ich finde nichts mehr. Und dann. Tschüss. Ah ja, stimmt, der hier. So, der wäre noch hilfreich. Ah, sieht auch so aus. Der löst sich schon auf. Sehr gut. Mach ich nebenbei mal ganz kurz hier ihn hier. Ich würde aus jedem Baum gerne mindestens 2 Saplings rauskriegen. Das wäre Optimum. Oh, ein Apfel. Ahaha. So, wir haben schon 4. Das ist sehr gut. Da oben ist noch einer. Einen könnte ich hier schon mal wieder hinsetzen gleich, wenn der Baum weg ist. 7 Stück haben wir schon wieder, Alter. So, die hängen mir sicher zusammen. Aber ist egal. Komm hier. Ach ja, stimmt. Ich muss ja erstmal 2 weg. So. Nein. Ich wollte eigentlich nur Baumstamm weghauen. So, und du hier noch. Zack. Okay, dann müssen wir eigentlich den hier, der steht so alleine, komm hier. Okay. Hier dürfte eigentlich keiner mehr drinne hängen. Ja, der löst sich auch schon auf, haben wir gerade gesehen. Okay, hier haben wir auch schon wieder. So. Ist aber hier noch einer. Ah, ja. Guck mal, da war noch einer. Ist auch noch einer. Alter, schon 13 Stück wieder. Noch einer. Hier war die Stelle. Ich erinnere mich immer wieder gerne. So, der hat auch noch einen runtergehauen. Schon viel Stack wieder voll fast. Okay. Vor den Bäumen hier habe ich Angst. Die sind zu groß. Ja. Ah. Dach. Die sieht ein bisschen komisch aus, finde ich, von hier. Aber selbst von vorne sieht die ein bisschen komisch aus. Oh, noch ein Apfel, sehr gut. Wie macht man eigentlich... Ging das so? Ah ja. Können wir mal Apfelbäume machen. Die pflanzen wir hinten ans Feld. Da hinten hin. Können wir eine kleine Apfelbaumplantage machen. Das ist natürlich auch schön. Hier. Ach, da ist noch einer drunter. Alles klar. Okay, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 34. Das reicht eigentlich erstmal. Wie viel kriegt man nochmal aus einem 4, ne? Ja. Okay, das reicht definitiv erstmal. Okay. Die pflanzen wir natürlich noch ein. Die Musik, Hilfe. So, natürlich stellen wir hier wieder einen hin. Ist ja klar. So. Zu eng? Naja, es geht noch. Hier so. Dann müssten wir mal weiter hier hinten bleiben, weil da haben wir auch noch welche weggeholzt. Ah, sehr gut. Noch ein Apfel. Okay. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die viel zu eng hinstelle. Nach da hinten, nach hier vorne, müssten wir eigentlich auch mal ein bisschen ausbauen. Ich würde sagen... Wir bleiben erstmal hier vorne weg und pflanzen die hier hinten erstmal, damit hier hinten erstmal ein bisschen dichter wird. Wie hier zum Beispiel, hier passt auch noch sauber einer hin, so. Genauso wie hier. Ah, hier steht schon einer. Der ist ein bisschen zu nah dran hier vielleicht. Den könnten wir mal nach hier pflanzen. Ah ja, stimmt. Ach komm, scheiß drauf. Hier hinten ist eigentlich schon ganz gut. Ja. Entschuldigung. Muss mal vorbei. So, hier fängt dann der andere Wald theoretisch an.
Hier passt eigentlich sehr gut. Hier würde eigentlich noch ein bisschen was hinpassen. So, hier zum Beispiel. Er ist ein bisschen zu nah an dem Großen dran. So, hier. Dann passt es hier. Okay, in die Richtung vielleicht noch. Hier am See ein bisschen näher. Hier ist schon einer, alles klar. Dann würde ich hier noch einen hinsetzen. Ist es zu nah dran? Das ist... Scheiß drauf, hier weg. Ja, selber schuld. Fuck, ich habe kein Bett wieder mit. Ich muss das mal wieder mitnehmen. Hier setze ich vielleicht mal einen noch hin. Ja. Habe ich Fackeln dabei? Ja, sehr gut. Dann nehme ich die erstmal in die Hand. Oh, hier haben wir noch einen Setzling. Sehr gut. Der hat sich mit Sicherheit wieder selber eingepflanzt hier. Den nehmen wir mal wieder mit. Den auch. Die hier stehen so nah beisammen. Den würde ich gerne... komm hier. So, aus den ganzen Äpfeln mache ich gleich erstmal Setzlinge. Einfach wieder despawned. Gibt die irgendwas? Warte mal. Hallo? Bleib mal stehen. Bleib mal. Ja, bleib mal da. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wenn die fliegen können. Egal. So, warte. Hier und hier und so haben wir schon mal vier. Ich pflanze mal gleich mal hinten beim Feld ein. So. Nachdem wir gepennt haben. So, ganz wichtig, dass wir die Tür benutzen. So, dann schlafen wir erstmal ein Stündchen. Ein Stückchen meine ich. Ein Stündchen wäre ein bisschen wenig. So. Okay. Ah, sieht doch ganz schön aus hier hinten mittlerweile. Wenn erstmal ein bisschen was gewachsen ist. Was wir da hinpacken, weiß ich noch nicht. Wir können ja erstmal warten, bis alle reif sind und dann ernten wir alle auf einmal ab. Das lohnt sich vielleicht ein bisschen mehr. So. Oh. Ach stimmt, wir haben ja Eisen, ne? Ist das schon durch? Ah, ist schon durch. Okay. Dann nehme ich da direkt mit. Schaue ich mal ganz kurz nach dem Glas. Oh, es ist schon fertig. Perfekt. Können wir das alles nämlich hier reinhauen. Okay, dann haue ich das hier vorne mal so. Zack, zack, zack. Ah, mehr geht nicht. Okay. Haben wir schon Maximallimit erreicht. Dann schalte ich hier mal ganz kurz die Uhr hinten zur Sicherheit aus. Eigentlich sollte es nicht gehen, aber ich mache hier mal so. Und dann... Ach stimmt, wir müssen ja erstmal hier... Warte. Zum Arbeiten einfacher. Na gut, das war vielleicht ein bisschen viel hier. So. Hier mache ich auch nochmal einen weg. Dann ist es zum Ausgehen einfacher. Haben wir auch ein bisschen mehr Licht drin. Und dann würde ich gerne mal kurz... Jetzt wollte ich einen Trichter machen. Stimmt. Dann haue ich hier einfach mal... Ich würde sagen, die hier... Im Moment nervt die sowieso nur, wenn wir die Kiste noch nicht angeschlossen ist. Dann machen wir... Ah, da brauchen wir sogar vier Trichter eigentlich. Hier. 8 mal 4 ist 32. Das war einer zu viel. Großartig. So, und dann Eisen war 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 zu wenig. Hier. Hier. Und dann hier. Und dann zack. So.
4 Trichter. Hier haben wir wieder was für die Biotonne. Warte mal. So. Dann schließen wir mal ganz kurz. Die haue ich nochmal ganz kurz weg hier.